Hi Leute und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und willkommen im Jahr 2021. Und ich muss sagen, starten wir in das Jahr doch mal mit einem FAQ oder Q&A, nennt es wie ihr wollt. Ich hoffe, ihr seid gut durchgekommen und ja, ich würde dann am liebsten sofort anfangen. Ich habe auf Instagram nochmal nachgefragt nach Fragen. Es sind nicht so viele gekommen, deshalb habe ich noch ein paar Fragen von meiner FAQ-Anfrage aus dem August mit reingepackt. Das war ich euch ja noch die ganze Zeit schuldig, aber es hat halt irgendwie nicht hingehauen. Und so drehe ich das dann doch jetzt hier bei mir in der Zockerecke. Also, die erste Frage. Interessierst du dich auch für andere Sportarten außer Fußball? Ja, doch, tue ich. Und zwar für eine, und zwar American Football. Und da supporte ich persönlich die Seattle Seahawks. Wir sind ja jetzt AFC Champion. Beziehungsweise Sieger geworden, was ich persönlich sehr geil finde. Eishockey bin ich auch noch dabei, allerdings nur so nebenbei. Und da habe ich jetzt kein Lieblingsteam, würde ich sagen. Deswegen größtenteils ist es Football und da ist es, sind sie Seattle Seahawks. Also geiles Team einfach nur. Reisepläne für 2021? Jo, habe ich. Und zwar England. Es ist tatsächlich nur England, beziehungsweise auch London, nur London. Ja, innerhalb von Deutschlands auch noch. Also Königstein war der Plan. Da würde es auch zu jedem Ausflug einen Vlog geben, klar. Wenn nicht sogar wieder mehrere Teile, so wie wir es jetzt auch gemacht haben. Und ansonsten Garmisch-Partenkirchen ist nächstes Jahr noch geplant. Und ja. Mal gucken, ob es Corinna zulässt. Wird es nochmal etwas von Next Gen geben? Nee, leider nicht. Geplant ist zwar noch ein Unboxing zur PS5, aber erstens kommt man im Moment so gut wie an gar keine ran und zweitens würde sich das finanziell gerade nicht so wirklich zusammenpassen, weil ich da noch andere Dinge auf der Schippe habe, um da die nächsten, beziehungsweise die ersten richtigen Spiele für die Konsolen auch erst im Herbst zu kommen. Nee, erstmal nicht. Aber ich liebe die Series X. Also Next Gen, ein Video ist noch geplant, aber das kann auch sein, dass es erst in 2 Jahren kommt. Also, das Finale würde es anbrechen zu PS5, aber wann das kommt, keine Ahnung. Ich kann es euch so noch nicht sagen. Schon Videoideen für 2021. Ich mache das übrigens noch ganz spontan. Also, ich habe zwar vorhin ein bisschen drüber nachgedacht, aber an für sich. Jein. Also, man denkt sich schon öfters mal spontan etwas aus. So ist jetzt auch dieses This is London Video hochgeladen. Das war auch so eine spontane Idee. Einen Abend davor habe ich gedacht, so, eigentlich könnte man doch sowas mal machen. Und Vlogs, klar, wird es viele geben. Also da ist einiges geplant. Und so Cinematic Videos, wie jetzt das This is London Video, davon wollte ich noch viel mehr machen. Weil das muss ich sagen, das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Das zu schneiden generell, als auch es sich anzugucken. Ich persönlich gucke es mir sehr gerne an. Ich finde, das ist eins der geilsten Videos, die so hochgeladen worden sind dieses Jahr von mir. Und so Cinematic-Videos würde ich schon gerne machen. Also das ist auf jeden Fall so der Plan. Hast du noch andere Hobbys außer YouTube, Twitch? Ja, und zwar, ich bin jetzt seit neuestem, beziehungsweise seit August, bin ich Planespotter. Tatsächlich. Also, ich habe auch einen Instagram-Account, EDDF Aviation heißt der. Könnt ihr auf Instagram gucken, da lade ich meine Bilder hoch. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade so lange bewusst bin. Ich meine, wir hatten vorhin noch ein neues Format aufgenommen. Vielleicht liegt es daran. Ja, auf jeden Fall, Planespotting ist auch so eine Sache, die ich nebenbei seit neuestem sehr, sehr gerne tue und ich auch nächstes Jahr konsequent eigentlich fortführen möchte. Das macht mir am meisten Spaß, so neben YouTube und Twitch. Ja, und ansonsten, ja, Fotografie ist und bleibt eigentlich immer noch so eine Sache,
aber es ist im Moment ist es sehr weit nach hinten gerückt, muss ich schon sagen. Also im Moment ist es tatsächlich YouTube, Twitch, Video, also YouTube generell, Livestream auf Twitch und dann Planespotting. Aber das geht im Moment durch den Lockdown ja auch nicht. Leider. Sind noch weitere Updates für die Zockerecke geplant? Ja, also ausbauen kann man so etwas immer. Ich habe zum Beispiel mal geplant, hier oben eine Kamera hinzubasteln. Die, da oben steht auch eine. So eine Billigcam, so eine Rolei 372 ist das. Allerdings bin ich da jetzt im Moment ein bisschen vorsichtig, weil ich hatte einen kleines Problemchen, sagen wir es mal so. Und zwar, man hört es glaube ich auch am Ton und man sieht es auch, ich habe kein Ansteckmikrofon dran. Ich habe ein Tischmikrofon jetzt mittlerweile, das Razer Siren, beziehungsweise Razer Siren Mini. Und wo ich das jetzt erstmal angeschlossen habe, da hatte ich hier einen totalen Ausfall gehabt und da bin ich jetzt im Moment ein bisschen vorsichtig, aber ich denke mal, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Vielleicht noch einen zweiten Monitor, vielleicht noch was für die Beleuchtung, eine, wie heißt das Ding von Elgato? Das Stream Deck war auch noch eine Überlegung. Also das geht immer. Geplant im Moment ist da jetzt bis auf die Kamera vorerst nicht. Ich meine, den Ton habe ich jetzt auch super hingekriegt mit dem Mikrofon. Es macht super viel Spaß, damit aufzunehmen. Und ja, mal gucken. Also so ein Stream Deck. Denk mal schon. Wohin würdest du gerne mal reisen? Das ist aber auch wieder so eine Frage. Ich bin an und für sich sehr weltoffen. Also ich würde ganz gerne eigentlich fast überall mal hinreisen. Im Moment wäre es halt. Wenn wir jetzt mal so Orte nehmen, wo ich noch nicht war, dann wäre im Moment bei mir auf Platz 1 New York. Muss ich echt sagen. Also, meine absolute Lieblingsstadt ist und bleibt London. Deswegen gab es auch so viel Content in letzter Zeit. Und deswegen habe ich ja auch hier, ne? Dings an. Aber New York steht auf jeden Fall bei mir oben, ganz oben drauf. Das will ich jetzt auf jeden Fall dann als nächstes dann mal angehen. Wenn es geht. Also dann irgendwie mal so ein bisschen was beiseite packen dafür. Los Angeles, USA generell, Japan würde ich mir gerne mal angucken. China auch. Also ich würde mir auch mords gerne mal was Chinesisches angucken. Singapur. Also ich würde mir sehr viele Großstädte einfach mal gerne mal angucken. Generell hätte ich mega Bock drauf. Und ja, also eigentlich so viel im asiatischen Raum und halt Amerika. Oh, Kanada, Toronto. Hätte ich Bock drauf. Aber auf jeden Fall ist es schon viel, wo man ganz gerne hinreisen möchte. Das war jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt. Meinung zu Fast and the Furious. Fast in the Furious ist das geilste Franchise ever was im Kino generell. Also, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Es gehört auf jeden Fall zu den besten Franchises überhaupt. Definitiv. Und ich liebe Fast and the Furious. Leider Gottes war das Spiel so schlecht. Deswegen habe ich kurz drüber geguckt, weil ich habe das hier drin. Fast and the Furious Crossroads hat keinen Spaß gemacht. Aber die Filme, das sind alle mega geil. Und ich hoffe, Dwayne Johnson kommt dann zum 10. Teil zurück. Oder in Hobbs & Shaw 2 wird dann angefangen zu drehen. Oder wird dann nicht so schon gedreht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber Fast and the Furious, oh, geil. Einfach nur geil. Beste. Auf welches Game hast du 2021 am meisten Bock? Oh. Oh. Das ist schwierig. Ich meine, so, was jetzt so in meinem Interessenbereich ist, ist jetzt nicht so viel angekündigt. Auf jeden Fall Harry Potter. Das Harry Potter RPG, da habe ich mega Bock drauf. Hogwarts Legacy oder wie das heißt, da habe ich mega Bock drauf. Allerdings Horizon 5 ist auch ein Gerücht und das soll nächstes Jahr schon kommen. Also noch vor dem nächsten Motorsport. Und da denken wir, schwierig. Aber ich glaube, ich würde mich im Moment eher auf Hogwarts Legacy freuen. Also Harry Potter Hogwarts Legacy, sagen wir mal so. Was macht dir am meisten Spaß zu schneiden? Aha, Vlogs. Vlogs und halt so Cinematic-Videos. Gut, bis jetzt nur eins gekommen, aber ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu schneiden.
und auf jeden Fall Vlogs und Cinematic-Videos von CDs. Geil. Also vor allem Vlogs, weil da denke ich sehr gerne auch daran zurück. Dann können wir gleich noch die andere Frage machen. Gucke ich mir öfters mal alte Videos von mir an? Jetzt nicht so oft, aber ich gucke mir auch schon gerne mal alte Videos von mir an. Hauptsächlich Vlogs. Erstmal hallo. Die Qualitäten, was? Erstmal hallo. Die Qualität steigt bei dir mehr und mehr. Geht es auch 2021 so weiter? Ja, ich hoffe doch. Also dieses Jahr haben wir ja einen Riesensprung gemacht. Also das alles, wie das hier so im Hintergrund ist. Beleuchtung, jeder Stuhl. So dieses Setup generell hier vor mir. Das war Anfang des Jahres noch nicht. Also einfach nur geil. Qualitätstechnisch auf jeden Fall will ich, dass es weiter nach oben geht. Jetzt mit dem neuen Mikrofon finde ich für Videos hier oder auch für Livestreams hier haben wir schon einen ganz geilen Schritt gemacht. Eine neue Kamera steht bei mir auf jeden Fall auf dem Plan für nächstes Jahr und zwar eine DSLM, die Olympus OM100 Mark III? Irgendwie so. Auf jeden Fall die 100 Mark III von Olympus. Weil die kann 4K und die ist auch noch relativ kompakt gebaut. Und dann vor allem für so Videos wie eben Cinematic Videos habe ich einen mega Bock drauf. Also da freue ich mich. Also die Kamera, die wird auf jeden Fall kommen, wird dann auch viel bei Videos eingesetzt werden. Safe. Und ich möchte generell YouTube-technisch, dass ich mich 2021 mit 4K durchkomme. Livestream nicht. Da bleiben wir bei 1080p. Aber Videos möchte ich an für sich in 4K aufnehmen, hochladen. Das hier ist jetzt 1080p Video. Die Kamera kann kein 4K. Das ist der Grund. Ich habe ja die Logitech 10920 hier als Webcam und die kann kein 4K. Kann nur 1080p, aber so what. Das hat auch generell ein Grund, warum ich jetzt auf 4K umspringen möchte. Ich glaube, viele können es jetzt vielleicht nicht gucken, vor allem über Handys jetzt nicht. Aber es hat einen einfachen Grund, und zwar den Codec von YouTube. Denn wenn man 1080p auch hochlädt, dann kriegt man einen AVC-Codec, der ist nicht so geil. Deswegen, Videos sehen teilweise echt komisch und auch leicht matschig aus. Das liegt nicht an mir, das liegt an diesem YouTube-Codec. No shit, ich hab das in dem Selbstexperiment doch gemacht. Deswegen habe ich auch das London-Video in 4K gerendert, obwohl es 1080p-Footage ist. Könnte ich hiermit theoretisch auch machen. Mache ich vielleicht. Vielleicht habe ich es gemacht, vielleicht noch nicht. Ich weiß es nicht, das denke ich mir im Schnitt aus. Aber ich habe das einfach mal so als Selbstversuch gemacht, um zu gucken, ob ich dann den sogenannten VP09-Codec bekomme. Und ich habe ihn gekriegt. Und diesen VP09-Codec kriegt man, glaube ich, erst ab 2000 Abonnenten oder sowas. Den kann man umgehen, wenn man, wie gesagt, mindestens 1440p hochlädt. Also das ist... Da möchte ich halt generell hoch auf 4K einfach nur... Weil es sieht geiler aus. Es sieht geiler aus und da habe ich mega Bock drauf. Also auf jeden Fall eine neue Kamera. Das ist safe für nächstes Jahr. Und die Frage habe ich reingenommen, weil es ein Spotter-Kollege wohl geschrieben hat. Lieblings-Airline in Klammern S, also Airlines. British Airways und Emirates. Und damit war es dann auch für dieses Q&A. Nee, Emirates generell finde ich, ist eine geile Airline, vor allem was die... Echt, die haben nur A380 und 777, das ist halt so dermaßen krank. Sind auch halt auch Hauptsponsor, ne? Also, ist geil. Und British Airways ist eine der sympathischsten Airlines, mit denen ich so geflogen bin. Es ist einfach nur geil. Also, die sind beide mega geil, die Airlines. Lufthansa persönlich finde ich, ist eine Frechheit. Was die teilweise für komische Preismodelle haben, findet man so bei British Airways zum Beispiel überhaupt nicht. Aber okay, das soll es dann gewesen sein von diesem Q&A. Ich hoffe, ihr seid erfolgreich reingestartet. Hier geht es dann zu zwei weiteren Videos. Oh fuck, jetzt wäre ich zu Nico von One Football. Oh wei, oh wei, oh wei. Hier geht es auf jeden Fall zu zwei weiteren Videos. Das eine ist auf jeden Fall das neue Format FIFA Shuffle. Und ja, in dem Sinne, Leute, macht euch noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns zum nächsten Video, Livestream oder Insta-Story. Und ciao.